Die sehen fünf Muslime um 4 Uhr auf dem Weg nach Köln. Die sagen, Verstärkung, Verstärkung. So, Tafsir al-Jalalain. Die Brüder haben morgen noch Nürnberg und dann war's das. Die haben direkt, die wollten direkt einsteigen, was ist im Container, wo wart sie essen, hat es geschmeckt. Und das Beste ist der Spruch. Dann gibt er uns die Ausweise zurück und sagt... Mach die Frau hinten die Box auf, denken sich, sie haben einen großen Fisch, boom, Räucherstäbchen aus Indien. Und dann tun sie den Miswak raus. Das ist eine natürliche Zahnbürste. Bruder, wir wurden von Hannover auf dem Weg nach Köln angehalten. Aber nicht normal angehalten. Direkt erste Ansage, Kofferraum auf. Anhänger auf. Was haben sie denn da hinten gelagert? Bruder, Sertac geht raus, öffnet den. Auf einmal zwei weitere Polizeiautos. Bruder, zwei Polizeiautos, einer vorne und einer hinten. Die sehen fünf Muslime um 4 Uhr auf dem Weg nach Köln. Die sagen, Verstärkung, Verstärkung. Also ja, Schikane pur. Aber es war unsere erste und einzige Schikane von der Polizei. Und deswegen haben wir Leute. Wir hätten gedacht, wir kommen gar nicht durch Bayern durch. Sertac hat sich heute um 6 Uhr nach Fajr verabschiedet. Er ist auf dem Weg in die Türkei, hat dort eine Veranstaltung. Und wir haben jetzt noch zwei Termine. Heute in Köln und morgen geht es zum großen Finale in die Frankenregion Deutschlands nach Nürnberg. Wir schauen, dass wir die letzten Tage finish strong. Mein Handtuch ist immer am Start, es trocknet gerade. Auto passt perfekt, alhamdulillah. Danke für euren Support und ich hoffe, der Vlog des heutigen Tages wird nice. Sehe das Licht bei Nacht, folge dem Weg direkt zu Allah. Keiner der Sünden schafft es, mich von dir zu entfernen. Ich greif nach den Stars. Alle reden vom Namen, noch keiner weiß, wie tief die Narben mir wirklich gehen. Willkommen in Köln. Was filmst du nicht? Habe ich dir die Erlaubnis gegeben, dass du mich filmst? Die Leute haben daran geglaubt. Kennst du ein bisschen, wie du mit Bibelgeschichten aus? Ja, dann hat er die Welt gebetet, weil die Menschen habe ich alles. Und Tibio habe ich, weißt du, wir haben Malik hier. Ich habe Ishmawi, Izir, Risala, ja, weißt du. Du glaubst nicht dran? Es gibt eine Idee, aber ich kann nicht sagen. Ich mache nicht einfach viele. Ja, wir hatten heute einen super Tag. Ich glaube, es waren 7 Tests, denn Wissen über den Islam Gespräche. Ja, also 7 Quiz. Und jetzt hat gerade unser Bruder 4 Pizzen gebracht. Mashallah. Tonerpizza. Wir essen einfach so auf der Straße. Wir haben kein Wohnzimmer, wo wir essen. Wir essen einfach hier, das ist unsere Bank. Wir setzen uns einfach so hin. Bismillah, packen den Tisch aus und essen. Mitten in der Fußgängerzone Abendessen. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg nach Hause, zu mir nach Hause. Das war mein letzter Stand für heute. Alhamdulillah, Köln war auch nice und entspannt. Wir haben die Kölner Innenstadt zu unserem Wohnzimmer gemacht. Und I'm done. Jetzt gehe ich nach Hause, inshallah. Und ja, die Brüder haben morgen noch Nürnberg und dann war's das. Das hier ist unser Wohnzimmer, unser Haus der letzten 12 Tage. Morgen und übermorgen sind es die letzten Tage und es wird wirklich schön Zeit hier. Kuscheldecke ist am Start. Das ist mein Bett. Das ist mein Bett seit fast 2 Wochen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einigen Spaß und wir sehen uns am letzten Tag der Tour, nämlich in Nürnberg. Du kommst immer zur richtigen Zeit. So, die Boxen sind fertig fürs Quiz. Das ist unser Anhänger, das ist der letzte Tag vom Anhänger. Schaut euch das gut an. Es ist der Abschluss unserer Tour, alhamdulillah. Es hat alles genauso funktioniert, wie wir es geplant haben. Wir versuchen jetzt noch den letzten Stand so gut wie möglich mit Performance zu übersehen. Und dann geht es eigentlich schon an die Retourfahrt. Ich denke, wir haben heute noch einen sonnigen Tag hier in Nürnberg und geben Vollgas, damit auch die letzten Menschen hier vom Islam gehört haben. Gesteuert wie ein Tier, heute nur in
seinem Gesicht steht im Tahajjud neben mir. Ja, die Kettenglieder fallen und die Zeiten vergehen schneller. Robby, fülle sie mit Reit für das Paradies. Falle tief, nur dein Licht, das mich rausholt. Will zu dir, spreng die Ketten und ich lauf los. Ich hoffe, die Vlog-Reihe hat euch gefallen. Werdet Supporter, unterstützt die Dauer. Wir machen Vollgas mit euren Spendengeldern, so viel Aktivität. Jeder Supporter, der das hier ermöglicht hat, möge Leute dich berechtigt belohnen, Amin. Und jeder, der noch zweifelt, um Supporter zu werden, ach, das ist alles mit eurem Geld finanziert worden. All das, was ihr hier seht, das ist nicht mein Geld, ich habe nicht so viel. Wir machen das nur für Allah und dass die Menschen herausfinden, woran sie sind. Also, wir sehen uns, Leute. Bis dahin, Salam Aleikum und Tschüss.